Moin moin meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Chaos-Time über Warframe. Mein Name ist Chrome und das ist eines der ersten von vielen Videos, die ich über die Planes of Eidolon machen werde. Wird es darum gehen, wo man die Merc-Rochen am besten fangen kann. Mir ist nämlich aufgefallen, sowohl in den Chats auf den Planes of Eidolon, als auch wenn ich auf unterschiedlichen Discords oder Teamspeaks bin, viele meinen, dass sehr schwer wäre, da ranzukommen. Ich persönlich benutze Merc-Rays mittlerweile einfach dafür, mein tägliches Ansehen voll zu kriegen, weil ich finde, dass sie schnell gefangen werden können an der Stelle, wo ich das mache. Andere benutzen da eher andere Fische für oder machen halt die Mission. Die mache ich nur, um an den Loot da zu kommen. Wie das Ganze abläuft, das zeige ich euch jetzt. Uhrzeit in den Planes of Eidolon, 20 Minuten vor Tagesanbruch. Ich will eine T1-Mission, um die Gegner schnell aus dem Weg schaffen zu können. Es hat noch keinen Einfluss irgendwie auf die Fische gehabt, von wegen, dass auf einem höheren Tier bessere Fische da sind oder mehr Fische. Von daher macht das da keinen Unterschied. Wenn ich rausgehe, direkt auf die Planes of Eidolon, dann gehe ich an dieser Stelle rechts. Die meisten gehen links zu dem Strand, wo der Wal ist und hast nicht oder Hai oder was auch immer das für ein Tier ist. Ich gehe nach rechts, weil das für mich die besseren Ergebnisse gebracht hat. An der anderen Küste gibt es zwar auch Merc-Rays, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese auftauchen, ist anscheinend nicht so hoch. Keine Ahnung. Für mich funktioniert es hier einfach gut. Eventuell haben andere bessere Erfahrungen gemacht, aber der hier genau ist mein Spot. Ich nehme dafür Ivara, denn zum einen kann sie Seile spannen. Ich kann auf die Seile drauf treten und von da aus dann schießen. Und hier benutze ich dann die Farbe und einen Merc-Ray-Köder. Und direkt vor mir seht ihr diese Wassereffekte. Die sind sehr, sehr wichtig. Denn ihr müsst die Köder in diese Wassereffekte schmeißen, damit ihr diese Fische kriegt. Im Text der Köder steht, dass man die in Ozean-Hotspots schmeißen muss, diese Merc-Ray-Köder. Und halt für andere Fische in andere Hotspots in den speziellen Bereichen. Hier haben wir jetzt einen dreifachen Zeitraffer. Ich will einfach mal den ersten Fang kurz zeigen, damit ihr auch seht, dass ich jetzt nicht irgendeinen Blödsinn erzähle, dass ich, wann die ersten kommen. Ich habe auch gleich nochmal eine Liste, nach wie vielen Minuten ich die einzelnen gefangen habe. Also das soll einfach nur zeigen, da sind welche. Wichtig an dieser Stelle ist auch nochmal anzumerken, dass ich den Lammzuspeer benutze. Der ist nämlich am besten für den Merc-Ray. Wenn ihr einen anderen Speer benutzt, kann es sein, dass ihr den nicht beim ersten Treffer kriegt, was natürlich sehr schade wäre. Da ist nämlich der erste und zack, direkt der zweite. Das ist das, was ich zeigen wollte. Hier jetzt mein Loot. 48 Minuten war ich unterwegs. 13 mittlere habe ich gefangen, 18 kleine, 3 große. Die habe ich so nicht direkt gefangen, sondern insgesamt gefangen, seht ihr hier jetzt in dieser Grafik dargestellt, wann ich die gefangen habe. Insgesamt waren es 31. 34 habe ich dann rausbekommen. Das liegt allerdings daran, dass ich meine Cover dabei hatte, die mir zwischenzeitlich mal den doppelten Ressourcenbooster gemacht hat. Ich habe generell keinen doppelten Ressourcenbooster gehabt, außer den von der Cover. 48 Minuten, 31 Fische gefangen, 34 davon bekommen durch Cover. Für mich sieht es halt danach aus, dass es kurz vor Tagesanbruch die Wahrscheinlichkeit am höchsten dafür ist. Wenn es hell wird, kann man noch ein paar fangen, aber es wird schon, ja, schwieriger, da welche zu finden. Tagsüber habe ich noch nicht wirklich welche gefangen, einfach, ich habe es auch noch nicht wirklich versucht. Da wäre es interessant für mich zu wissen, wie es bei euch lief. Schreibt es am besten mal in die Kommentare rein, was eure Erfahrungen damit sind und ob euch eventuell dieser Spot geholfen hat. Wenn ja, lasst ein Like da, damit ich weiß, dass ich euch geholfen habe und abonniert den Kanal am besten, damit ihr weitere von diesen Videos seht. Und zwar wird als nächstes noch kommen, wie man den besten Loot aus dem Eidolon rausschüttelt. Meiner Meinung nach die besten Spots zum Mining. Seltsame Details, die in den Planes of Eidolon sind. Das war's dann soweit von mir. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch helfen konnte. Und wir sehen uns dann in den anderen Videos. Bis auf Wiedersehen. Ciao!